Nachrichten. Wir wollen die Rede von Markus Söder anderthalb Stunden lang hier noch etwas genauer einordnen. Und bei mir ist Heinrich Oberreuter, Professor an der Universität Passau, Politikwissenschaftler. Herr Oberreuter, wir haben eine Rede gehört, in der Markus Söder vor allen Dingen Kritik an der Ampel geäußert hat. Macht er die bayerische Landtagswahl zu einer Abstimmung über die Ampel? Ganz eindeutig. Er greift die Unzufriedenheitssituation in der Bevölkerung aus, die Verunsicherung weiter Bevölkerungskreise. Aber was ihm vor allen Dingen am Herzen liegt, ist der Beweis, dass der Freistaat Bayern in Berlin stark und oppositionell gegen die Ampelregierung vertreten sein muss. Und das ist eigentlich die schärfste Botschaft aus dieser Rede, neben der Abgrenzung von rechtsextremen Alternativen. Sie sprechen es gerade an. Deutlichen Applaus gab es, als er hier fast ein Gelübde abgelegt hat in Bezug auf die AfD. Keine Zusammenarbeit mit Rechtsradikalen. Das ist natürlich aber auch etwas, was für Markus Söder hier in Bayern tatsächlich auch ein Problem im Wahlkampf ist. Nicht die Abgrenzung, aber die Stärke beispielsweise der AfD, die Stärke auch der Freien Wähler. Warum verfängt da nicht das, was Sie auch gerade gesagt haben, die Unzufriedenheit der Ampel, aber vielleicht auch derjenigen, die auf Protestwahl setzen, nachher bei den Wählerinnen und Wählern, beim Kreuz bei der CSU? Ja, das ist eine erstaunliche Entwicklung, die wir im Parteiensystem eigentlich vorher nie gesehen haben. Wenn mit den Regierenden Unzufriedenheit herrschte, dann hat eigentlich die Opposition immer profitiert. Gegenwärtig haben wir eine starke Unzufriedenheit mit den Regierenden, aber auch mit der Funktionsfähigkeit und der Funktionsweise des politischen Systems. Und ein großer Teil der Bevölkerung arbeitet sich ab, ihre Enttäuschung ab, an denen, die über Jahrzehnte etablierend und gestaltend tätig gewesen sind in dieser Republik. Und viele Leute sind unsicher, was ihre private Lebensführung, ihren privaten Wohlstand, auch ihre Zukunft betrifft. Und dafür, glauben Sie, bräuchte man bürgernähere und vor allen Dingen auch deutlichere und für manche vielleicht auch extremere Antworten. Und das, was wir hier gehört haben an extremen Angriffen auf den Ministerpräsidenten zum Beispiel, aus dem Kreis der Rechtsextremisten, ist natürlich schon beeindruckend und vielleicht für die Extremisten berauschend, aber für uns alles mehr als ernüchternd. Jetzt hat Herr Söder auch ein Thema hier in seiner Rede deutlich betont, das Thema einer Integrationsobergrenze. Im Bundestag war schon am Freitag, hat die Opposition, hat die CDU einen Antrag eingebracht, bei dem es um Migrationspolitik geht, wo sie auch durchaus die Ampel vor sich hertreiben will. Gleichzeitig muss man doch aber beobachten, dass das so ein Stück weit auch ein populistisches Blinken ist, vielleicht auch ein, ja, ich sag jetzt mal, Aufgreifen dieser Verunsicherung in der Bevölkerung bei dem Thema. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ist diese Integrationsobergrenze ja rechtlich überhaupt nicht durchsetzbar, auch wenn man einen Pakt wie 1993 hinbekommt, also fraktionsübergreifender demokratischer Parteien, die sich beim Thema Asylrecht auf einen neuen Kompromiss einigen, oder? Das ist natürlich genau das Thema, das auch spalterisch wirkt in der Gesellschaft und was enttäuschend wirkt für Lokalpolitiker, für bürgerlichen Mittelstand, für Orts- und Dorfgemeinschaften, die materielle Herausforderung, aber auch die gesellschaftliche Herausforderung, und das spitzt sich im Augenblick zu. Und in der Tat ist die verfassungsrechtliche Chance, mit diesen Instrumenten Lösungen herbeizuführen, relativ gering. Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch, wenn man die Veränderungen der Position zum Beispiel der Innenministerin in Berlin sich anschaut, die nun auf einmal auch dafür plädiert, die Außengrenzen besser zu schützen, ist es ein Thema, das auch die Regierenden in Bewegung hält. Auch Herr Habeck hatte heute, glaube ich, sich in diese Richtung geäußert, dass man das Thema ernst nehmen muss. Über Instrumente hat er nichts weiter gesagt, aber das Thema, was in dem Fall, würde ich sagen, bei den demokratischen Parteien, der CSU, ein bisschen auch der CDU, aber vor allen Dingen auch dem Aiwanger-Team nützt, ist eigentlich genau diese Frage der Integrationsherausforderung, und die mobilisiert. Und Söders Interesse ist natürlich, dieses Thema nicht der AfD, auch nicht Herrn Aiwanger zu überlassen, sondern selber dabei Profil zu zeigen. Und das hat sich in den letzten 14 Tagen ja verschärft. Vorher war er mehr auf Distanz, weil beim letzten Wahlkampf vor 5 Jahren das nicht so sonderlich fruchtbar gewesen ist.
gewesen war. Blicken wir nochmal auf so ein Stück weit den Überblick. Gerade eben laufen ja auch die Wahlen, vielleicht auch nochmal wichtig ja auch für Söder, nicht nur hier die Reihen hinter sich zu schließen in Bezug auf die Landtagswahlen, sondern auch ein deutlich besseres unter Umständen Ergebnis zu bekommen. Das könnte ein Zeichen der Geschlossenheit der CSU sein hier bei der Parteivorsitzendenwahl. Beim letzten Mal gab es 87,6%. Wie wichtig ist denn die Messlatte der Geschlossenheit auch jetzt für den Wahlkampfendspurt für die CSU und für Markus Söder? Und welche Auswirkungen hat das auch auf den letzten Metern dieses Wahlkampfes, will ich sagen? Das ist symbolisch fast das Wichtigste, denn die Herausforderung ist natürlich groß. Wir haben gerade darüber geredet. Die Umfragen sind mäßig nach den Maßstäben, die die CSU für sich als gültig erachtet. Die Frage ist, ob sie das Wahlergebnis, das schlechte Wahlergebnis der letzten Landtagswahl überhaupt wieder erreicht oder auch noch drunter fällt. Also in dieser Situation ist es natürlich wichtig, ein Zeichen der Geschlossenheit, der Attraktivität der Partei, aber auch der Attraktivität des Vorsitzenden abzugeben. Und insofern, glaube ich, ist die Rede auch getragen von der Idee, die 90%-Grenze der Zustimmung zum Vorsitzenden zu erzielen und zu überschreiten. Und ich glaube, mit 98 wäre er noch viel zufriedener, was auch seinem Selbstbewusstsein und seiner gewissen Selbstherrlichkeit als Regierungschef dient. Aber das ist das, worum es geht. Und der nächste Punkt ist ja, worauf ja auch immer gefragt wird, der nächste Punkt ist, was bewirkt eine schwache Position, ein schwaches Ergebnis? Denn für die Kanzlerkandidatenfrage, die da ja auch 1,5 Jahre später wieder aktuell wird, und ich glaube, es gibt wenige Leute, die Söders Bemerkung, er lebt und stirbt in Bayern und wird hier in Bayern als Ministerpräsident begraben, dass er das politisch wirklich ernst meint. Also das gehört alles ein bisschen in einen Topf geworfen. Und in diesen einen Topf geworfen dann auch sicherlich das Ergebnis, was dann am 8. Oktober unter Umständen steht. Beim letzten Mal gab es etwas mehr als 37%. Jetzt möchte, das hat Söder auch klar gemacht, er sich nicht festlegen, was die Prozentzahl angeht. Anders sieht das aus bei den Koalitionen. Da sagt er ganz klar, Fortsetzung der derzeitigen, wie er es nennt, bürgerlichen Koalition mit den Freien Wählern. Aber Sie haben auch gerade das Wesen Markus Söders angesprochen. Ich würde zu dieser politischen Wendigkeit, wenn ich das mal daraus lesen kann, noch ein bisschen so diese Chamäleonhaftigkeit herausstellen, die ja Markus Söder hat. Daraus nährt sich ja aber auch Unzufriedenheit auch in der Partei, weil er eben da sehr wendig unterwegs ist. Inwieweit kommt es denn im Zweifel dann nach dem 8. Oktober vielleicht auch zu einer Abrechnung mit dem Stil Markus Söders? Die Kanzlerkandidatenfrage haben Sie ja gerade schon eingeworfen. Naja, ein bisschen gegrummelt gibt es in der Partei ja ohnehin. Und nur im Augenblick ist die Situation nicht so, dass das also tragfähig nach außen sich richtet. Aber allein das Charmieren mit den Grünen, das Umarmen von Bäumen und ähnliche Dinge und dann die Distanz wieder von dieser Annäherung, das hat in der Partei nicht sonderlich überall Zustimmung erfahren. Also ich glaube, dass diese Richtung, die er jetzt einschlägt, die Betonung des Konservativen bei allen Fortschrittsoffenheiten und die Festlegung auf einen Koalitionspartner, den er braucht, was für die CSU früher auch ein Problem war, aber ein Partner, der in gewisser Weise, wie man immer sagt, Fleisch vom Fleisch der CSU ist, das ist die Linie, die er hier in der Partei, aber auch in weiten Kreisen der Bevölkerung, glaube ich, ganz gut fährt und die auch auf Resonanz stößt. Aber die Frage ist natürlich im Endeffekt, wird mit dieser Linie auch die Modernisierung auf konservativer Basis und zwar so akzentuiert vorangetragen, dass sie zukunftsfähig ist? Und die Frage muss dann an der Wahlurne, aber auch intern entschieden werden. Und da ist er nicht unberührt und ein Ergebnis über 35%, glaube ich, bräuchte er schon. Das ist, glaube ich, die Messlatte, die man zumindest hier auch mal hört, wenn man mit den Delegierten spricht. Eine Frage noch zum Schluss. Man hat ganz klar auch gehört, neben der Ampelkoalition hat er vor allen Dingen hier die Grünen in den Fokus genommen als Gegner. Sie hatten es gerade auch schon ein Stück weit anklingen lassen, auch bei dem Thema, wie kann man eine Modernisierung betreiben. Jetzt regiert die Union, die CDU, ja in vielen Bundesländern der Bundesrepublik mit den Grünen zusammen. Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Man könnte noch einige mehr nennen. Aber gleichzeitig will Söder hier klar machen mit den Grünen, hier aus seiner Sicht in Bayern ist kein Blumentopf zu gewinnen. Ist das so klug? Naja, Sie sprechen natürlich eine Spaltungsprozedur in der CDU auch an, wo es ja deutliche Unterschiede gibt zwischen liberaleren Merkelianern, die sicher offener sind für diese Position, und den mehr Konservativen, die sich mehr um Merz herum gruppieren, aber auch um andere.
die mehr den konservativen Akzent, wie ihn auch Söder setzt, befürworten. Und insofern nennt er eine Strategie, von der man nicht weiß, ob sie zukunftsträchtig ist im Sinne der Koalitionsbildung letztendlich in Berlin. Für Bayern reicht sie natürlich ganz eindeutig, aber die Abgrenzung liegt natürlich in der Tat nicht von einer Umweltschutz- oder Klimaschutzpolitik, sondern von einer sozusagen ideologischen Verabsolutierung, wie er sagen würde, einer grünen Politik, die auch ökonomische Interessen unberücksichtigt lässt und das Sozialsystem unter Umständen zum Stolpern bringt. Also das wird sich noch weiter beobachten lassen, vor allen Dingen, wie die Auseinandersetzung dann mit den politischen Gegnern aus Sicht der CSU weitergeht. Herr Professor Heinrich Oberreuther, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für die Einschätzung und Einordnung zum Moment.